weiter geht's. Ha? Hier ist das Überbleibsel. Das ist der alte Fuß. Wir fädeln ihn da rein. Und das stellt er mal den Bodensatz der Technik dar. Kaum komme ich hier rein, läuft die Klimaanlage los. Hört aber, jetzt hört es auf. So. ist der Ring dazwischen, der die Rohre verbindet. Und das hier die mittlerweile krumm gewordene Stange. Werde ich mal ein Glück versuchen. Hm? Der Witz des Tages, der Gewindestab ist länger als gedacht. Also Planänderung. Hatte mich total verschätzt. Dachte, der werde tiefer liegen. Tja. Ist also wie immer. Ich kann ja erstmal versuchen, hier meine Mutter drauf drehen. Die Markscheibe, die hier. Kurz. Hat euch keine Beißzange da habe. Ja, ohne Zentrierung ist es nichts. Aber. Ach du Heiliger. Ich brauche hier wirklich nur einen Stumpf von der Schraube. Läuft bei mir. Und ich dachte, es gibt nur 3 Minuten Video.
werde jetzt eins machen, die Zentrierung tiefer einsetzen. So, die Höhe hier mit der Mutter sichern. Dann habe ich das erstmal. Hier dagegen drin. So. Soll ich hier gleich Milch reinlegen? Kann man nochmal nachträglich was rausfräsen aus dem Kunststoff? Jetzt zieht es voll nach innen. War ja auch anders gedacht. Tja, gut, dann geht es morgen weiter. Wäre zu einfach gewesen. Ja, Dremel mitnehmen, Kante ordentlich rausschneiden, dass die sich hier nicht verkantet. Dann läuft es auch besser. Schaut mal, der Ring ist hier ja auch krumm. Der Ring hier, der ist ja auch krumm. Also, hier sind es, keine Ahnung, 6, 7 mm. Hier gut 8 oder 9. Was soll ich machen? Ist mein Tisch mit dem krummen Fuß da wieder gerade. Tja. Gruß aus dem Wolfshausen. Bis morgen.
Ja, ich habe da auch mal was vorbereitet. Ich hatte ja noch so einen Anker. Die Schraube muss ich jetzt nicht zersägen, aber hier, da habe ich noch genug im Keller und da kann man ruhig mal ein Stück absägen. Gedanke jetzt, die Mutter, die auf dem Gewindestab in der Säule sitzt, Gewindestab rein, auf Länge schneiden und dann ja, von unten eine normale Mutter dagegen oder wenn es reicht, eine Hutmutter. Sieht dann auch sauber aus und ist sicher. Ich habe jetzt nur das kleine Spielzeug hier, aber das wird reichen. Das Teil ist nicht schlecht wie recht, aber für den Zweck. So, mal so aufbauen. Mal schauen, wie viel Gewindestab ich brauche. Ups, gar nicht viel. Das liegt hier wirklich ganz knapp unten drunter. Ich hätte vielleicht doch in den Baumarkt fahren sollen. Eine kurze Zehner holen. Ach Gott, ist das wieder ein Graus mit dem Fokus, mit dem Xiaomi. Vollständig drin. Ja, das liegt ganz, ganz plan drunter. Könnte der Gewindestab nicht so ein Stück länger sein? Also wenn ich es sägen muss, dann kann ich auch den Gewindestab hier zersägen und doch die Mutter verwenden. So, werde ich einmal über den Daumen peilen. Millimeter. Also etwas so. Da müssen wir noch anziehen. Gehe ich mal den Gewindegang und säge es einfach mal ab. Ich sage, das Spielzeug.
Okay. Damit ich mich nicht mit dem Gewindestück noch rumärgern muss, weil die Mutter nicht drauf will, kennen wir ja, Gewinde angesägt. Versuche ich das Gegenstück reinzudrehen hier unten. Dieser Ring, guck mal, wie ungleichmäßig das ist. Das soll man ausnutzen, um das dann auszurichten, da ja der Fuß auch nicht gerade ist. So. Gewindegänge haben wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müsste jetzt ungefähr die Mitte sein. Und jetzt als Kontermutter. Habe ich jetzt falsch gemacht? Die ist von Stoßdämpfer und Twizy. Sie dreht hier oben schön. So. Mal schauen, wie viel ich hier absägen muss. Das war jetzt meine Markierung. Ja. Okay.
jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Fuß kann man ja noch lackieren, sagte ich ja schon. Wird sagen, ist erstmal okay. Jetzt mal gucken, wegen Ausrichten. Wasserwaage wäre hier gut, ne? Beim krummen Boden von 1952. Sitzt, ist nicht wirklich gerade. Ja, ich glaube, so lassen wir es. Viel nach fest kommt ab. Ja, vermurks ist ganz okay. Das Bein hat so einen leichten Schlag. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Sieht eh kein Mensch. Als denn? Ist nichts explodiert. Kein Tooltime. Als denn, ne? Bis zum nächsten sinnlosen Attentat. Ciao.